Die Ruhe vor dem Sturm. Würde ich mal sagen. Freunde, willkommen zurück bei Okami. Wir haben das oberste Ende der Oni-Insel erreicht. Wir sind ganz oben. Amy liegt hier gerade auf der untersten Stufe und ruht sich noch aus. Wir werden jetzt gegen den Herrn der Finsternis kämpfen, vermutlich. Gegen dieses Fuchswesen. Seid ihr bereit? Ich würde sagen, los geht's. Schauen wir mal, was passiert. Sieht so aus, als wären wir endlich oben in der Burg angekommen. Wo ist jetzt diese fuchsköpfige Schlampe? Der große ist und wird Königin Himiko rächen. Ich würde mal sagen, es ist keiner da. Eine Konstellation? Hier? Bitte was? Kaum zu glauben, dass sie an einem so bösen Ort scheinen kann. Das ist keine Konstellation. Ach, in der Mitte noch, okay. Das ist keine Konstellation. Hallöchen. Hi. Also, Amaterasu, du bist also wie eine kleine Maus in meine Burg geschlichen, was? Bei der Macht von Yami, Herrscher des Landes der Finsternis, ich, Neunschwanz, wurde zur Herrin über die Ryoshima-Küste ernannt. Du hättest nicht extra herkommen müssen, damit ich dich töte. Ich hätte dich auch gefunden und es dann getan. Genau wie ich es mit Königin Himiko gemacht habe. Der hat ein schönes Schwert auf dem Rücken. Ich hoffe, das kriegen wir hinterher. Yami? Land der Finsternis? Hab von keinem von beiden je gehört. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mein Okay zu deiner Herrschaft über die Ryoshima-Küste gegeben habe. Yami ist der absolute Herrscher über alle bösen Wesen. Er ist das ultimative Symbol der Finsternis. Und er ist keiner dieser falschen Götter aus euren Märchen. Falsche Götter? Du bist doch diejenige, die vorgibt, eine Priesterin zu sein und komische Verstecke wie diese hier baut. Wir werden dich für alle Mal für deine Taten zur Rechenschaft ziehen. Wir werden sehen, oh Pelzige. Bereite dich darauf vor, den Zorn meiner schrecklichen Macht zu spüren. Eine Macht weit über der eurer sogenannten Götter.
Okay. Ja. Ich traue mich. Ich muss erstmal gucken, weil ich. Okay, ich kann die zwar angreifen, das bringt. Oh! Aber nichts. Ja. Oh. Aua. Okay, ich kann. Malen brauche ich gar. Ah. Ich brauche jetzt gar nicht versuchen. Komm gleich aus. Oh, Alter, ist das fies. Halt. Okay, ich brauche jetzt gar nicht versuchen, irgendwas zu malen. Hat sie mich, die hat mich getroffen, verdammt. So. Ich mache ihr, ich habe ihr noch überhaupt keinen Schaden gemacht. Oh oh. Bums. Alter, das ist so fies. Alter. Oh, eins ist weg. Hoppala. Oh. Aber ich mache ihr keinen Schaden. Ich weiß nicht, wie ich ihr Schaden machen kann. Aber wenn ich jetzt Schaden kriege, ist mir im Moment ehrlich gesagt sowas von egal. Ich werde es nur irgendwie schaffen. Wen interessiert der den Bonus oder. Aua! Oder sowas. So nicht, Fräulein. Aber ich mach. Mein Problem ist halt, ich mache ihr keinen Schaden. Ich weiß nicht, wie ich ihr Schaden machen soll. Oh, so manche Schaden, ja? Wenn die keine. Hoppala, erstmal weg da. Okay, okay, okay. Glaube, ich hab's verstanden, was die hier von einem wollen. Ausgewichen. Hier, zack. Nimm das. Wow, ich sehe nichts mehr.
Oh, sie hat ein Auge verloren. Oh! Alter! Nein, komm, komm. Oh, Moment mal. Alter. Ah, doch. Blockt. Den nicht. Eieiei. Ein neues Schwert. Obwohl ich die Schwerter nicht so mag. Finde die Kette echt cool. Hat man schön eine Distanzwaffe. Erhalten göttliches Instrument. Usanagis Klinge. Jadeklinge kriegt man beim Sieg über Neunschwanz. Mimikos Tod wurde gerecht. Amaterasus Macht hatte sich als zu viel für Neunschwanz erwiesen. Die schreckliche Bestie war besiegt und ihre wahre Gestalt war für alle sichtbar. Im Tode war sie nichts weiter als eine müde alte Füchse. Die Uni-Insel, an das Schicksal ihrer Herrin gebunden, zerbarst unter großem Getöse. Wie als Abschiedsgabe verschwand sie in einer Blütenexplosion. Otehime, die sich in den Wasserdrachen verwandelt hatte, hatte ihre Pflicht erfüllt und kehrte in den Drachenpalast zurück. Neunschwanz, monströses Antlitz, von seiner Herrin getrennt, stieg in den Himmel auf und verwandelte sich in pure finstere Schwärze. Dort schloss es sich der Seele ihrer besiegten Herrin an. Sogar Pesthauch erschien, um die gefallene Neunschwanz willkommen zu heißen. Wallend und pulsierend vereinigten sie sich in der Luft. Danach bewegte sich die schwarze Masse in Richtung der nördlichen Länder. Viele solcher Schatten hatten sich aus Orochis Leiche erhoben. Vielleicht waren diese beiden auf dem Weg, sich ihren Brüdern anzuschließen. Zurück blieb der Name des Herrn der Finsternis, den Neunschwanz erwähnt hatte, Yami. Konnte es vielleicht sein, dass diese Kreatur wann lebte? Amaterasu, eine dunkle Präsenz spürend, erzitterte. Der winzige Isshund, der Amaterasu so mutig begleitet hatte, spürte eine Spur von Trauer in seinem Herzen, wegen seiner Prophezeiung, dass die Reise zu Ende sein würde. Wenn die 13 Kräfte wiederhergestellt sind, da nur noch eine Kraft fehlte, verfinsterte sich sein Blick. Auf jeden Fall wartete ihr nächstes Ziel im gefrorenen Norden auf sie. Der Abenteuer war noch lang nicht zu Ende. Keine Zeit, dich auf deinen Lorbeeren auszuruhen, Amy. Neunschwanz zu besiegen, hat Himiko nicht zurückgebracht. Aber zumindest kannst du ihre Seele mit einem Siegesgeheul verabschieden.
Ja, das war klar, aber egal. Wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Fuchsgesichtiger Fiesling. Speichern? Jo. Okay, wir sind wieder an der Küste. Hallo, Amaterasu. Du wart auf einer kleinen Fuchsjagd auf der Oni-Insel, oder? Ich hab den Eindruck, dass du eine harte Zeit hattest. War dieser gerissene Fuchs wirklich so beeindruckend? Warum du? Wie kannst du das sagen? Emiko ist tot, du herzloses Schwein. Ich verstehe. Nun, ich hätte nie erwartet, dich jemals so wie ein kleiner Welpe handeln zu sehen. Schließlich war Königin Himiko dieses Schicksal vorherbestimmt. Auch du wusstest das, oder etwa nicht, Amaterasu? Wovon redest du da? Auf jeden Fall bist du jetzt der Letzte auf der Welt, den wir sehen wollen. Und jetzt geh mir aus den Augen. Du schäbiger, mächtiger Prophet. Meine Güte, in was für einer guten Stimmung du heute wieder bist. Deine Wut lässt sogar den Himmel verfinstern. Siehst du, ich hab's dir doch gesagt. Dieser Donner kommt vom Norden des Shinshu-Fels. Er kündigt ohne Zweifel die Ankunft eines Sturms an. Nun, my darling, ich muss mich jetzt von euch verabschieden. Aber lasst mich euch noch eins sagen. Ein schockender Blitz und es öffnet sich. Fühlt sich gut an, jetzt da ich das Lot geworden bin. Und weil ich schon dabei bin, mache ich noch eine kleine Markierung auf eurer Karte. Da oben sollen wir hin. Wenn du meinst. Ey, wer hat gesagt, dass du das darfst? Planst du nicht sowieso dahin zu gehen, Darling? Du weißt schon. In die Richtung des Bösen, das aus dem Körper des gerissenen Fuchses entfloh. Okay, Hübscher, was hast du diesmal vor? Oh, es fühlt sich gut an, wieder zu prophezeien. Nach einer so langen Pause. Noch könnt ihr mich sehen, aber gleich nicht mehr. Goodbye. Was für ein... Ja. Okay, er sagt immer nur noch dasselbe. Wow! Meine Güte! Na gut. Mal schauen, ob er jetzt noch was sagt. Hallo! Hast du gesehen, was mit der dämonenförmigen Insel geschah? Sie ist einfach in einer Explosion aus Blumen verschwunden. Ich ging nach Haus, weil es so aussah, als ob Sturm kommen würde. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich keine Angst und kam wieder. Und als ich ankam, da sah ich es. Wow, ich bin so glücklich. Ja, von mir aus. Okay, Karte. Wir sind hier. Wir waren nur die Katzenstatue. Ich will noch mal kurz mit Orca reden. Mal gucken, ob der noch irgendwas zu sagen hat. Wo war der? Da hinten. Ganz kurz zu Orca. Mal schauen. Ui. Euch hatte ich schon gefüttert, ihr Fuchs. Das weiß ich. Da haben Schriftrolle angeflogen. Huch.
So, der Typ. Orca da hinten. Hatte ich. Ja. Aua. Ja, ist klar. Ja, komm, ist gut, Mann. Unglaublich. Ich glaube, den hat schon gefüttert. So, mal schauen, ob er jetzt noch was sagt. Soweit. Na komm. Ihr beiden seid erstaunlich. Ich habe in der Weite des Meeres alles gesehen, was es zu sehen gibt. Aber ich habe noch nie so mutige Helden gesehen, die so schlecht schwimmen können. Der Drachenkönig lacht sich bestimmt unter dem Wasser schlapp. Hast du das gehört, Amy? Das war ja fast ein Kompliment. Gib uns halt Schwimmunterricht, jetzt da der Ozean wieder sicher geworden ist. Nö, lass mal. Wollte nur wissen, ob er noch was sagt. Er sagt noch was? Okay. Na, na gut, ich würde mal sagen, wir werden einfach mal speichern. Habe ich euch schon gefüttert? Jawohl. Oh, hier stehen ein paar Leute rum. Warte mal. Ach, ihr schon wieder? Da bist du ja, Hündchen. Du siehst zufrieden mit dir selber aus, was? Ist aber auch egal. Kennst du die Dämoneninsel draußen in der See? Die verschwand vor meinen Augen in einer Wolke aus Blüten. Und der Wasserdrache hat sich auch beruhigt. Irgendwas Gutes ist hier am Werk. Dessen bin ich mir ganz sicher. Ach, Ushima, der große Ushima. Du bist so cool. Was mit dem passiert? Ach, Ushima, der große Ushima. Wir hatten Unrecht und du hattest die ganze Zeit recht. Was ist denn mit euch los? Er war wirklich ein Pier. Orca. Wir haben ihm nicht geglaubt, aber Ushima hat die Wahrheit gesagt. Ach, Urashima, der große Urashima. Wir hatten Unrecht und du hattest recht die ganze Zeit. Ja. Das freut den, ja? Na gut. Ich würde mal meinen, wir werden da vorne einfach mal. Einfach mal speichern bei dem Spiegel und den Part dort beenden. Beim nächsten Mal gehen wir erstmal zurück nach Kamiki. Wie ist das Dorf vom Anfang? Ja, ich glaube ja, ne? Da gehen wir erstmal hin, mal gucken. Naja, wie dem auch sei. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei und ich sage erstmal bis dann und ciao.